Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und wie immer wird erstmal der Hund gestreichelt. Und dann gucken wir, was machen wir heute? Dann machen wir mal eine schöne, entspannte Sonntagsrunde. So, was liegt an? Andere Spieler fotografiert, Distanz geschwommen, okay. Oh, schweren Fisch gefangen, Frisur geändert. Nichtspielercharaktere niedergelassen, Halleluja. Seetaucher, okay. Ja, schauen wir mal. So, der ungeliebte Kopfgeldjäger. Suchte Ziel mit Bolas zu Fall gebracht. Vom Pferd aus mit dem Lasso gefangen. Und Kopfgeldjagden innerhalb einer Stunde Echtzeit. So. Speziallager-Eintopf zubereitet. Da können wir gleich mal gucken, ob wir die Zutaten haben. Distanz mit dem Lieferwagen und Versorgungsmission mit 5 Minuten Rest. Familienerbstücke, Fossilien und Vogeleier finden. 2 Minuten lang mit der Band gespielt, was serviert. Oh, und zweimal was verschnackt. Tiere wecken, Wildnislager und legendäre Tiere mit Pheromonen gefunden. Tja, dann gucken wir doch erstmal, wo wir was Gescheites kochen können. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Und wir fangen ja wieder von vorne an, deswegen 0,1 Goldbarren, da ist es. Eine tägliche Herausforderung. Schon erledigt. Dann checken wir erstmal, was haben wir für Sammlerstücke und warum überhaupt. Uiuiui, was war das denn hier? Ah, Schnapsflaschen. Och, und eine direkt hier. Das ist gut. Wisst ihr was? Das erledigen wir mal zuerst. Dann wissen wir auch, wo die Madame ist. Ist, glaube ich, hier in so einem Baumstumpf. Ne? Naja, irgendwann ist er. Oh, Versorgungsmission erforderlich. Das ist ja noch besser. Dann machen wir das nämlich zuerst. Da bin ich mal gespannt, was wir machen dürfen. Alright, I think you know me. I'm all about playing fair. But at this rate, by the time we get ahead of the competition, I'll be dead in the dirt. So, I thought it might be quicker if we just borrowed some of the items I need from some people. The sort of people who deserve to be borrowed from. I think you understand me. Ja, da bin ich mal gespannt. Ah, begib dich zum Wagen. Das ist doch hier meine quasi fast Lieblingsnummer, oder? Ja, sie ja. Der kommt uns entgegen. Spätestens hier muss man den abfangen. Also da, weil sonst fährt er, glaube ich, hier lang. Und das Schöne ist, die 5 Minuten laufen ja erst dann, wenn wir auf das Pferd, wenn wir auf den Wagen aufsteigen. Ist schon das erste Pflänzchen. Das können wir schon mal mitnehmen. Oh. Da ist die Madame. Ja, dann wissen wir das ja auch schon. Also, ich zeig's euch. Hier ist sie. So, Knarre raus. Irgendein Hütchen auch. Nee, das war falsch. Egal. Hab ich denn die Hütchen hier da? So. Da sind die Jungs. Wo ist der andere Ampelmann hier?
ziehen wir erstmal runter, den looten wir schon mal. Und hier nichts verkommen lassen, ne? Wer weiß, was der dabei hat. Ja, deswegen da runter, damit die Zeit nicht läuft. Denn in dem Moment, wo wir aufsteigen, laufen, ja, na, läuft uns die Zeit davon. So, ihr merkt, ich bin noch nicht richtig wach. Es ist Sonntagmorgen. Und jetzt geht's los. Mit 5 Minuten Rest. Sollte aber locker zu schaffen sein. Für sich tauchen jetzt noch mal Gegner auf. Oder liegt das daran, dass hier die Madame ist, dass das nichts wird? Ne, da kommen sie. Ja, die kann man jetzt umlegen, kann man aber auch lassen. Einfach durchziehen. Wir gleich in der Nähe vom Lager sind, verschwinden die automatisch. Da sind sie weg. Und zweite Herausforderung auch erledigt. That's what I like to see. Ja, dann müssen wir vielleicht erst in die Schnapsbrennerei. Dann holen wir uns die eine Pulle, die hier hinten ist. Fahren dann eine Ladung weg. Kann der freundliche Franzose schon mal weiterarbeiten, ne? Ich denke, die liegt hier. Das ist ja quasi wie immer. Wo wir gerade hier sind, können wir das auch mal im Checken. Oh, so. Habt ihr es gesehen, das Fragezeichen? Ja, ich bin mal mutig hier. So, wo ist das Schwein? Ah, das sitzt meist hier unten drin, ne? So kann's gehen. Dann fahren wir jetzt gleich die Ladung weg. Das nehme ich schon mal mit. Hit.
Ja, man muss auch mal Glück haben im Leben. Ne? So, der Schwarzgebrannte ist fertig. Dann wollen wir mal. I got something I need you to do. Dann war es auch gar nicht schlimm, dass ich vorhin das Tarntonikum genommen habe, ne? Dann fahren wir das mal da ein. Today is a good day, mon ami. You have a driver ahead of you. These wires are just the type of clients we wish to have. Sophisticated and of course. Auch er erzählt immer so viel, ne? They cannot be fooled with anything less than the best. So it is my best pass that you are bringing to them, eh? With my compliment. Ja. Treat it as you would your own enfant, your own child. Tu comprends? Auf jeden Fall. So, wo geht's hin? Oh, das ist ja gefühlt um die Ecke. So, und gucken wir mal, ist hier die Straßensperre für uns. Yo. Ja, die Zeit nehmen wir uns, ne? Und dann kann der da in Ruhe checken. 500 Fuß schwimmen. Ja, Händler, das wird ja nichts. Sammler könnte man was schaffen, ne? Schwarzbrenner mit der Band spielen. Schauen wir mal. Und dann haben wir den Naturkundler. Tiere wecken und Wildnislager, das machen wir gleich. Jetzt ziehen wir aber erstmal hier durch. Hoffe ich, dass ich Dienstag frei machen kann. Dann könnte ich noch mal in Ruhe eine etwas längere Story durchziehen hier. Dass wir da auch mal weiterkommen. Vorsichtiger. Da unten ist auch noch ein Sammlerstück. Man sieht es schon. Aber jetzt wird erstmal Geld verdient. Ach so, hier kann man doch bestimmt schwimmen, oder? Das sind auch so Aufgaben, da muss ich uns ehrlich sagen. Das nervt. Jetzt können wir gleich die Knarre nämlich wieder putzen. So, komme ich hier überhaupt raus? Ja. Man sieht das auch, ne? Die Strömung ist relativ stark. Können wir quasi fast auf der Stelle schwimmen.
Stelle ich mir die Frage, zählt das? Ja. Ihr seht's da laufen, ne? Klappt nämlich nicht so richtig. Aber mit der Strömung schwimmen ist besser, ne? So, müssen wir mal eben da hinten raus ein bisschen Kraft tanken. Sonst ersaufen wir nachher. So, mal eben kurz ein bisschen dopen hier. Ja, einfach kann man ans Gold ja nicht kommen. So ein bisschen Frühsport hier. Na endlich. Doch nicht. Sagt die Knarre. Ja, seht ihr? Die leidet. Nun gut, ne? Wasser und Metall verträgt sie halt nicht. Dann machen wir schon mal eben die 7 Sachen. Was brauchen wir denn? Betäubungsmunition können wir schon mal 2-mal machen. So, machen wir auch mal. Wecker. Ja komm, was soll's denn? Brauchen wir ja nachher. Immer schön in Ruhe. Na, ist ja schließlich Sonntag. Haben wir zwar fertig, einen machen wir noch. Dass von hier 2 Dollar kostet, so Schwarzbrennerei, ist eine Frechheit. There you are. A good sale. Excellent. C'est parti. Oh, as you wish. Ja. But it can be made to be cheaper, huh? Machen wir mal das hier. Good. A fine aroma. I would drink this myself. Goodbye. Dann kann der Franzose schon mal arbeiten. Und jetzt holen wir uns die Schnapsbulle. Jetzt holen wir uns erst hier den Ginseng. Ne? Haben wir ja gerade verbraucht. Ich da eine Schlange? Ja klar. Die könnte ich ja noch mal eben betäuben hier.
Denn dann haben wir das auch schon mal erledigt. Oder zumindest die Hälfte. Dann müssen wir jetzt sowieso mal aufhören, Tiere umzulegen. Wir müssen zu Harriet und Nachschub kaufen. Aber jetzt holen wir die Pulle. Ich mal sagen, hierhin. Ne, würde ich nicht nur, das mache ich auch. Ah, ich mag das ja, ne? So ein Sonntagmorgen entspannt. Bisschen Red Dead spielen. Aber ich muss wirklich bei der Story unbedingt weiterkommen. Ach, da wird schon wieder irgendjemand überfallen. Da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Ihr wisst Bescheid. Wir können sie nie alle retten, ne? Ist es schon. Das Versteck. Ich zeig's euch eben. Genau hier. Oh. Ja, da ist ein Versteck. Nee, komm, lass ehrlich. So. Jetzt orientieren wir uns eher hier so hin, denke ich. Moment mal, war da noch was? Ach so, ja, ja, alles klar. So, was sollten wir denn sammeln? Familienerbstücke. Ja, komm. Bevor ich jetzt hier groß durch die Gegend reite, machen wir mal eben. Ja, komm. Die Karte auf. Kann hier mal einen Schluck Tee trinken. Ja, welch ein Zufall. Das ist aber nicht mal eben um die Ecke. Ja, das ist wirklich Mist, ne? Ja gut, was soll's. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Oh, was ist jetzt hier? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf, ne? Oh, dann ist es hoffentlich hier in der Truhe. Dann können wir uns hier vom aus dem Staub machen hier. Obwohl. So weit ist das doch meist gar nicht. Wir merken uns gar nicht, ne? Das ist ja noch besser. Dann machen wir uns jetzt hier schön vom Acker. Ja, das ignorieren wir.
Oder ist die Zeit auch, dass es... Oder läuft die Zeit einfach runter? Ich hab da aber gar keinen Bock drauf. Ich hatte gehofft, dass das quasi so verschwindet, wenn man sich weit genug entfernt hier. Ja, dann durchsuche ich hier weiter die klassischen Ecken. Aha. Weil wir haben genug zu tun, ne? Oh, hier ist auch noch was drin. Ah, das ist eine Tarotkarte, die liegt hier. Dann durchsuche ich hier die klassischen Ecken. Und da kann die Zeit da runterlaufen. Den Schmuck da auch noch mit. Oh, wir haben genug Bomben. Also mir ist das echt egal, da soll die Zeit da runterlaufen. Jetzt noch der legendäre Bison, das wäre das Allerbeste. Könnte man nämlich die Aktion auch schon streichen. Der trotzdem offen wird dann. Hm, been a while since you were through here. Das war super. Go on, have yourself a quick nosy. It's worth buying. I'll buy it. Hm, come across a few of these myself. Dann können wir hier nachkaufen. Das ist ja super. Gentle with that. Trust me. Ich denke, sonst brauchen wir nichts. Nee, nee, nee. Stay safe and quiet now. Hier ist auch was super. Dann lohnt's doch auch.
Geraten wir mal langsam in die richtige Richtung. Ach, dann könnte man mal die Knarre putzen. Wir kriegen die Zeit schon rum. Ja, wird auch mal wieder Zeit. Oh, die sieht auch, ne? Nicht mehr so gut aus hier. Dann, wie gesagt, geht schon mal langsam in die richtige Richtung. Das Pferd können wir auch schon wieder füttern. Aber ich habe echt für solche Aufgaben momentan, habe ich keinen Bock zu. Wir müssen wirklich dringend zu Harriet. Ich habe nämlich keine Lust, so viel Betäubungsmunition zu machen. So, ist das Familienerbstück hier in der Hütte? Ich habe das nicht mehr so genau auf dem Schirm, wo das war. Ah, dann ist das, ich denke, auf der anderen Seite, ne? Hier ist heute nichts. Das könnte dann hier gewesen sein. Ich habe es nämlich nicht mehr so genau im Blick gehabt. War das da? Ist das eher hier so gewesen? Ah, das könnte auch eine... Ah, jetzt... Ja, gleich wissen wir es ja wieder. Zeit läuft ja, Gott sei Dank. Dann wissen wir es gleich. Oder auch nicht. Wofür gab es jetzt 0,24 Gold? Und das Geld. Gar nichts gemacht? Hier ist es. Ja, ist auch wurscht. Wir nehmen es trotzdem, ne? Ja, super. Tier getötet. Toll. Und noch eins. Ah, ja, das ist hier. Auf dem Bötchen. Oh, was hat das arme Pferd da? Bestimmt eine Schlange oder so, oder? Ja, hier sind Schlangen satt. Ja. Ja, dann. Holen wir das gleich hier auch noch ab. Also da. Meine Güte, da.
Das arme Pferd hier. Aber dann reiten wir eben jetzt zu Harriet und gucken mal, ob wir was kaufen können. Weil wir bis aufs Blatt reiten. Ich finde eigentlich nichts falsch gemacht haben, oder? Oh, was ist da? Ihr seht den Punkt. Das ist mir jetzt auch egal hier. Also die Gegend hier, ne, die habe ich ja echt so gern wie Zahnschmerzen. So, jetzt muss ich mir aber echt die... Harriet ist ja gerade aus, oder? Ja, wollte ich das sagen. The blood on your hands? Disgusting. I have no interest in any of this. Let me see what you've collected. Wir haben so viel Proben. I bet this was a feisty little critter. You were brave for getting this sample. Thank you. You know, mammal comes from breast, the giving power of the mother, the nurturing breast. Alles weg hier. I can't wait to get these scales under a microscope. Every mammal I meet feels like looking in a mirror. Have you ever tried to cut a tree with your teeth? Takes determination. I'll say so, that. So, kann weg. Small, but often very fast. Aber den ganzen anderen Quatsch jetzt nachkaufen. If only these were in all guns. Note the impact. Boah, die nimmt eine Kohle, ne? So, use your ammunition carefully. Even the rarest and most feral of creatures will be intrigued by this concoction. When you use it, they will answer. Also, das ist ja hier immer ein Minusgeschäft mit der, oder nicht? Okay, then. Thank you. Trust in nature, friend. Don't forget. Ja, jetzt gucken wir mal, ob da hinten diese seltene Pflanze wächst. Nehmen wir das natürlich auch noch mit. Hier könnte man natürlich so einen riesen Fisch angeln, glaube ich. Ne? Hier gibt es ja diese Störe oder keine Ahnung, Wölse. Ich weiß es nicht. Ja, das müssen wir jetzt aber. Ich will hier einfach nur noch runter hier. Komm, gib Gas. Ins Brackwasser hier. Schon mal den Detektor raus. Hier ist manchmal ein Fossil. Sagt die Uhr. Oh, Vogelei. Und da hinten was zum Ausbuddeln. Natürlich mit.
Da haben wir wieder einen Satz Pfeilspitzen zusammen. Auch gut. Hier dürfte ein Fossil sein. Hier ist manchmal eine seltene Pflanze, aber klar, heute nicht. Warum auch? Dann düsen wir mal eben nach Valentine. Boah, schon wieder 42 Minuten, irre, oder? Ja, wieso die Zeit vergeht, ne? So weit kann das doch gar nicht sein. Das ist doch hier um die Ecke in der Hütte hier. Ich weiß gar nicht, ist das hier in der Truhe oder im Schrank? Oh, den Brandy konnte ich aber nehmen. Da sage ich auch nicht nein. Komm mal, ruf hier. Ist gar nichts. Ach, ist das hier in der Truhe? Jawohl, da ist es. So, was brauchen wir noch? Da schon wieder. Ein Versteck. Da. Nee, das machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Tja, ein Tierchen noch finden. 2 Minuten mit der Band gespielt. Fossilien oder Vogeleier? Na komm, wir machen hier die die Vogeleier. Oh, das geht. Wir müssen ja sowieso warten, bis der Kompagnon. Ja, dass wir da was wegfahren können. Oder der Franzose die nächste Ladung fertig hat. Was soll man da sonst machen? Lass ich hier rüber abkürzen hier. Im Dunkeln kann das passieren, ne? Dass man was platt reitet. Ja, ignorieren wir auch. Wir haben ein schnelles Pferd. Soll der doch hier gefressen werden? Spielt ja keine Rolle.
Kann sich doch um den Typen kümmern, oder? Da hinten sind's. Oh! Was ist das denn hier? Aha, aber da hätten wir da auch noch was. Da hinten, oder habe ich das falsch gesehen? Da. Mal Seetaucher-Eier, okay. Und jetzt ist das nicht weg, seht ihr das? Irgendwas ist hier schief gelaufen. Ja, macht nichts. Also da haben wir jetzt zweimal abgesahnt. Dann holen wir uns die hier auch noch. Irgendwas stimmt da heute nicht. Ist ja auch wurscht. Dann muss ich mich im echten Leben auch mal langsam... Ich guck mal auf die Uhr. Ja, kann man das Mittagessen schon mal langsam vorbereiten, denke ich. Deswegen seht ihr auch auf der Minimap die Markierung, hatte ich mir irgendwann mal gesetzt, weil ab und zu liegt hier was. Dann nehmen wir das auch. So, jetzt gucken wir mal. Da kann man schon sehen. Ach, hier kann man übrigens Störe fangen. Ne? Dann hat man so einen Riesenfisch. So, und wo wir gerade hier sind, checken wir mal eben, ob da hinten Fossil ist. Da hinten. Hier ist es ja manchmal. Ich hatte gedacht, dass das Pferd das schafft, ja. So, dann werden wir hier mal eben versuchen, so einen großen Fisch zu fangen. Da seht ihr sie schon. Da ist so einer. Wo ist jetzt hier die Angel? Da. So, was brauchen wir denn da?
Spezialflussköder. Bin ich da dran? Kommt da einer mit? Das kann doch nicht sein. Ich will hier angeln. Ich will hier in Ruhe angeln und da kommen diese Pfeifen mit ihrem Kanu da vorbei. Mein Gott, könnte ich jetzt mal hier so einen Riesenfisch beißen? So groß ist ja nicht, ne? Oh, könnte reichen. Doch, doch, das ist so ein Stör hier. Dann könnte es was werden. Zack. Da haben wir das Gold. Und jetzt müssen wir eh noch eben nach Strawberry. Da das letzte Vogelei sammeln. Das da unten, wo wir vorhin waren. Oh! Jetzt habe ich mich aber tatsächlich erschrocken. Da hat mich das Viech gebissen. Man kann auch, glaube ich, ein Ginseng essen, ne? Ja, ist das Pferd jetzt aber mal richtig nervös hier, ne? Wo ist jetzt mein Stör hin? Oder ist er noch ein Pferd? Ich dachte, er wäre mit runtergefallen. Nee, da ist er. Ah, das Gift wirkt trotzdem noch. Ich muss ein Ginseng essen, glaube ich. Aber das können wir auch später machen. Der Effekt des Gifts ist abgeklungen. Ja, dann ist ja gut. Dann geht das ja wohl doch mit der Arznei. Was bringt so ein Stör? Der ist weg. Oder ist das Pferd nicht nah genug dran? Dann will ich eins wissen. War hier gerade... legendäre irgendwas? Nee. Aber wieso kann ich jetzt den Stör nicht verkaufen? Da ist er. $7,25. Kann man nicht meckern. So, dann holen wir uns mal eben dieses Vogelei. Und dann müssen wir auch schnell zurück ins Lager. Denn mir läuft die Zeit davon. Ja gut, so wird's nix, ne? Das gibt's doch nicht. Heute habe ich's echt drauf hier. Help. Hier, komm mal, war ein Unfall. Schnell weg hier. Schnell weg.
Ja, denn ihr wisst Bescheid, ne? Mehr als eine Stunde kann ich nicht aufnehmen. Dann ist hier Schluss mit lustig. Schon wieder eine Schlange. Da habe ich heute, da habe ich auch heute mit, glaube ich. Unsachverständig abgestiegen hier. Aber da oben ist es, ich weiß es. Genau. Da, irgendwo, da ist es, genau. Ich glaube, hier kann man sowieso kein Lager aufschlagen. Oh, auch gut aufgestiegen, ne? Ach so, wo wir gerade hier sind. Die Zeit wird echt knapp. Okay, hier sollte nichts. Nein. Ja, wir müssen echt zurück, ne? Weil 60 Minuten ist einfach Schluss mit lustig. Ich dachte, das schafft das Pferd hier. Ich kann immer noch kein Lager aufschlagen. Oh. Knapp 2 Minuten, das wird eng. Jetzt aber schnell. So, dann wollen wir mal schnell spenden hier. Supplies are starting to run low, just so you know. So, was hat er noch für Probleme? Oh, wir müssen ausliefern. Ja gut, das können wir in der nächsten Folge machen und dann das Geld verdienen. Jetzt noch schnell stärken nach der ganzen... Nach den Stürzen und der Giftaktion. Und dann ist der erste Teil schon durch für heute. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.